Das da unten muss ich haben. Altes Vulkanobservatorium. Ist das hier GD-Gebiet? Natürlich. Natürlich. Hey Lu, schön, dass du wieder da bist. Wo ist unser... Ach, da unten. Jetzt die Frage, wo müssen wir überhaupt hin, Mensch? Wo ist denn diese Evo-Devo-Tante? Oh ne, wir haben noch gar nicht alles. Alter Schwede, ey.
Stress pur gerade hier. Och Mann, ey, das war so klar jetzt. Ach komm, dann kämpfen wir halt. Pack auf, dann kämpfen wir halt. Hoffentlich haben wir genug Granaten dabei. Oh ne, haben wir nicht. Shit, weg hier. Oh, renn doch, Alter. Oh, das war so klar, dass wir für die nicht genug dabei haben, ne? Aber jetzt müssen wir uns beeilen. Schnell weg hier. Alter Schwede. So, und wo muss ich jetzt hin? Richtiger Weg. Komm, erstmal was trinken. Alter Schwede. Boah. Alles ab. Gut, dann gehen wir los. Ich wusste, das ist so ätzend, ne? Warum tauchen jetzt manchmal zwei auf, ey? Ist das kacke? Aber jetzt verstehe ich die GDs, die man nicht mit Dings hier zerstören kann. Jetzt verstehe ich das. Die wir nicht mit unserem Blut. Ja, binden können, sagen wir mal so. Aber womöglich durch die Typ X-Granaten. Damit könnte das hier vielleicht gehen. Dass die zumindest verschwinden für eine Zeit.
Evo-Devo-Biologin. So, nochmal einmal das Reparaturspray nutzen. Ivan. Ob er sonst nichts. Wird geliefert. Ich bin beeindruckt, Sam. Ja, ich auch. Nicht viele Leute hätten es überhaupt versucht. Darf ich mal gucken? Warum fragt sie mich, wenn es schon bei ihr ist? Und der Teer im Inneren ist unberührt. Du enttäuschst mich nicht, mein Freund. Sehr gut. Mehrere Bots haben Lieferung abgeschlossen. Gut. Verbinde mich mit dem chiralen Netzwerk. Da. Jetzt geht meine Forschung erst richtig los. Okay. Warum hat Bibi so komisch reagiert? Das war irgendwie spannend. Granatwerfer. Ja komm, übertreib's nicht, ey. Danke. Natürlich bin ich davon überzeugt, dass der Teer mit den GDs und dem gestrandeten Tod zu tun hat. Immerhin sind Teer und Zeitregen die bestimmenden Merkmale des Ökosystems nach der Strandung. Solche plötzlichen Umweltveränderungen führen unweigerlich zum Aussterben nicht anpassungsfähiger Organismen. Diejenigen, die sich anpassen, tun dies mittels Enhancern, DNA-Abschnitten, denen erfolgreiche Organismen ihre Vorteile verdanken. Diese genetischen Faktoren sind der Schlüssel zur Evolution. Es gibt allerdings auch Gene mit gegenteiliger Wirkung. Sie benachteiligen Organismen. Extinktionsfaktoren werden sie genannt. Das sind die Samen von Fortschritt und Obsoleszenz. Solche Faktoren könnten in uns allen schlummern, irgendwann über uns entscheiden. Über jedes Geschöpf seit Anbeginn des Lebens. Falls das so ist, könnte der Teer uralte Beweise verbergen. Beweise für diese genetischen Entscheidungen, die uns an unserem jetzigen Scheideweg helfen könnten. Wie auch immer, dank dir kann ich mir die Zusammensetzung des Teers jetzt genauer ansehen. Wenn ich etwas Interessantes herausfinde, lasse ich es dich wissen. Klar. Gut gemacht, Sam. Du hast uns sehr bei der Erforschung des gestrandeten Todes geholfen. Mehr als du denkst. Danke nochmal, dass du mir Mamas Leiche und diesen Ammoniten gebracht hast. Apropos, die Analyse seiner Nabelschnur geht übrigens schnell voran. Ich habe die Daten mit einigen unserer wiederhergestellten Archive verglichen. Wie dem auch sei, kommst du bitte zurück zu meinem Labor? Die Vorbereitungen für die Integration des chiralen Relais sind abgeschlossen. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du das für die Wiederherstellungsarbeiten notwendige Material sammelst und herbringst. Yay. Neuer Auftrag. Ach ja, erstmal recyceln. Wir haben hier... Wir können ja was recyceln hier. Das da. So, das machen wir zuerst. Fracht wird geliefert. Ausrüstung herstellen. Die Granatwerfer werde ich ganz bestimmt nicht herstellen. Alter Schwede. So.
mit Zeitlimit. Vielen Dank für deinen Beitrag. Jetzt muss ich mal ganz kurz, was soll ich ihm denn liefern? Also ich soll mich einfach nur wieder dahin begeben. Ich glaube, wir nehmen nochmal einen TCK mit. Ich glaube nicht, dass wir damit was falsch machen. Also ich hoffe, wir kommen irgendwie einfach nur direkt hier rüber. Das ist bestimmt schön. Es ist einfach nur ein Stromgenerator. Konstruktion abgeschlossen. Pause wäre mal wieder schön für Sam, glaube ich. Vor allem hat er sich die verdient, finde ich. Hä? Kletter doch. Hä, warum? Ach, Sam. Warum auch immer das gerade passiert ist. Noch ein bisschen warten und weiter geht's. Ich weiß ja nicht, wo er hochklettern will, aber gerade geht das doch ganz gut hier. Ich glaube, wir müssen genau jetzt da lang, ne? Ja.
Warum ist hier ein GD-Gebiet? Ehrlich gesagt, das wusste ich noch gar nicht. Armer Lou. Och Mensch. So. Lou ist wieder beruhigt. Wir können weiter. Uns geht nämlich gerade das ganze Material flöten. Ins Labor. Ich glaube, wir sollten mal noch mal sortieren. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffenhändler. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Fracht geprüft. Vielen Dank. Liefern. Nein, nicht liefern. Erst mal heil machen. Jetzt liefern. Fracht wird geliefert. Lieferung abgeschlossen. Zeit sehr gut. Leistungsbeurteilung. Okay, blitzblau, blitzblau. Blitzblau, noch mehr blitzblau. Dem Boten zugewiesene Fracht wartet auf Abholung. Ein Kryptobiot als Anhänger. Rucksackaccessoire. Vielen Dank für die Unterstützung. Ja, Mensch, hab ja sonst nichts zu tun. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Okay, Mails. Der Sohn des Schriftstellers. Ich sah die Welt in einem Kürbis. Lieber Sam Bridges, darf ich dir erzählen, was mir neulich passiert ist? Ich mach mir gerade etwas zu essen, als ich plötzlich an meine geliebten Kürbisse denken musste. Ich wollte sofort nach ihnen sehen. Und weißt du, was ich vorgefunden habe? Das wunderbarste Exemplar, das ich je gesehen habe. Er war größer als ich, ich schwöre es. Und als ich da so dastand und den Kürbis bewunderte, fiel mir plötzlich auf, dass ich mich an einem anderen Ort befand.
in seinem Inneren. Und ich war ein winziges Baby. Ein kleines Baby in einer großen Kürbiswelt. Ich wuchs dort heran, wurde erwachsen und schließlich kam es auch in der Kürbiswelt zu einem gestrandeten Tod. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe an alle Leute in der Kürbiswelt Kürbisse verteilt und die haben die GDs da drin eingesperrt und sie in Brand gesteckt. Die Kürbiswelt war sicher und ich hatte sie gerettet. Aber als ich gerade im Ruhm schwelgen wollte, wachte ich in meiner Küche auf und mein Essen kochte über. Während ich ein ganzes Leben in der Kürbiswelt verbracht hatte, waren hier nur ein paar Minuten vergangen. Ja, manche würden das einen Tagtraum nennen, aber für mich war es völlig real. Ist dir schon mal etwas Ähnliches passiert? Was hat der Typ für einen Kürbisschaden? Die Spiritualistin. Das Chirale-Netzwerk verbindet Menschen, Vergangenheit und Gegenwart. Wie geht es dir, Sam? Ich hoffe, du bist gesund und munter. Das Chirale-Netzwerk ist wirklich ziemlich beeindruckend. Seit du den Bunker daran angeschlossen hast, ist mein Leben viel aufregender. Ich konnte alle möglichen Waren bestellen, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Außerdem ist mir aufgefallen, dass in der Umgebung einige neue Konstruktionen errichtet wurden. Ich sollte außerdem erwähnen, dass ich auf alte Forschungsdaten gestoßen bin, die beim Verstehen von einigen der außergewöhnlichen Phänomene helfen könnten, die du vielleicht selbst erlebt hast. Gewiss erinnerst du dich noch genau an deine zahlreichen Erlebnisse in der Fuge. Aber es könnte sein, dass die Person, die dort umherstreift und die du vielleicht für dich selbst hältst, etwas völlig anderes ist. Denn auch wenn jede Person einen Strand besitzt, der ihr alleine gehört, verhält es sich mit der Fuge vollkommen anders. Ich habe von Leuten gelesen, die deren Nahtoderfahrungen die Fuge eine Rolle spielte. Irgendwie retteten diese anderen, denen sie dort begegneten, ihnen in der wirklichen Welt das Leben. In manchen Fällen erhielten sie sogar Hilfspakete und Ähnliches von ihnen. Wirklich bemerkenswert, oder? Man könnte sogar sagen, dass das chirale Netzwerk die Kluft zwischen dieser und jener Welt auf mehr Wegen geschlossen hat, als wir gedacht haben. Aber ich weiß noch immer nicht, wer diese anderen überhaupt sind. Dass sie sich in der Fuge befinden, deutet aber darauf hin, dass es Verstorbene sein müssen, oder? Vielleicht kommen sie aus der Vergangenheit. Letztlich interveniert die Vergangenheit also, um die Gegenwart am Leben zu erhalten. Es ist eine beruhigende Vorstellung, dass nicht nur GDs und andere schreckliche Dinge von der anderen Seite zu uns kommen. Vielleicht kann uns das chirale Netzwerk helfen, auch die Verbindung zu unseren Geschöpfen und positiven Kräften der Vergangenheit zurückzuerlangen. Sam, dürfte ich dich vielleicht darum bitten, die Augen nach diesen geheimnisvollen anderen aus der Vergangenheit offen zu halten, wenn du der Fuge das nächste Mal einen Besuch abstattest? Meint sie damit den Strand, mit der Fuge? Ich bin mir nämlich gerade nicht sicher. Ach komm, ich will da nicht hinlaufen wieder. Fracht wird geliefert. Mach das mal. Die Bots machen das schon. Hey,
Ja, der klingt ja anders. Wieso klingt der anders? Vielen Dank für deinen Beitrag. Wieso klingt der so anders? Okay, Hardman. Moment zu dir. Danke, Sam. Unsere Vergangenheit hat uns wichtige Hinweise geliefert. Keine Sorge, ich bin gerade erst zurück. Wir haben Zeit. Bei deinem Treffen mit Mama kam es bei dir zu einer starken Antigen-Antikörperreaktion, oder? Da war ein GD im Raum. Das stimmt. Aber etwas anderes könnte dafür verantwortlich sein. In Mamas Körper habe ich ebenfalls große Mengen chiraler Materie entdeckt. Nicht bloß die normale, die sich auf der Haut oder den Anzügen ansammelt. Sie ist in allen ihren Zellen. In Zellen, die nicht mehr aktiv sind. Das GD, dem du da begegnet bist, war besonders. Es war ihr Kind, aber auch ihre eigene Seele. Irgendwie haben ihr K und ihr H sich nicht getrennt. Sie müssen über die Nabelschnur verbunden geblieben sein. Das ist die einzige Erklärung. Deshalb hat ihre Berührung bei mir kein Hämatom verursacht? Ja, und das ist noch nicht alles. 10 Sekunden bis zum Herzstillstand. 5, 4, 3, 2, 1. Ich habe die Lockzeiten geändert. Das HQ wird nichts von dem erfahren, was wir sagen. Hier, eine Nachricht von Deadman. Sie kam mit der Nabelschnur. Sam, tut mir leid. Du hättest erfahren müssen, was du da transportierst. Aber ich konnte nicht riskieren, dass Guy Hartman von dem Behälter erfährt. Deshalb durfte er in den Unterlagen nicht auftauchen. Die Sache muss unter uns bleiben. Wir wissen immer noch nicht, ob wir dem Direktor trauen können. Die Nabelschnur stammt von Bridget Strand. Ich habe sie heimlich entfernt. Es war kein Fötus an der Schnur. Sie war außen an ihrem Körper. Ich sollte mich um sie kümmern. Sie sagte, sie sei der Schlüssel zum gestrandeten Tod. Aber dem Direktor sollte ich davon niemals erzählen. Die Schnur zeigt keinerlei Anzeichen von Verwesung oder Nekrose. Fast als stünde die Zeit für sie still. Ich dachte, Hartman würde es vielleicht verstehen. Also ließ ich sie in Mountain Not City zu deiner Fracht packen. Deadmans Beobachtungen waren zutreffend. Es ist genau wie bei Mamas Leiche. Was meinst du damit? Dass sie etwas Einzigartiges verbindet. Beide haben große Chiraliummengen in ihren Zellen. Anders gesagt, die Nabelschnur der Präsidentin hat eine Verbindung zum Strand. Und so konnte sie sich dem Fluss der Zeit entziehen. Ich arbeite gerade an einer Theorie. Sie ist lückenhaft, aber hör sie dir vielleicht mal an. Viele Aussterben haben das Leben auf der Erde erschüttert. Große und kleine. Darunter die großen 5. Und wenn man sich die Schichten der Erde ansieht, also ihre Geschichte, findet man Chiraliumablagerung für jedes dieser Aussterben. Was, wenn das Auftauchen der Strände und anderer begleitender Phänomene mit Aussterbeereignissen zusammenfällt? Du meinst? Ja. Unser gestrandeter Tod könnte nur der jüngste von vielen sein. Die Daten, bei deren Wiederherstellung du geholfen hast, deuten darauf hin, dass wir gerade das 6. Aussterben erleben. Das 6. Aussterben? Ach komm. Du weißt, was das ist, oder? Ein gefrorenes Mammut von vor 10.000 Jahren? Und das? Der Eismann von vor 5.300 Jahren. Sie hatten die gleichen Nabelschnüre. Blödsinn. Wer weiß, was, wenn Mammut und der Eismann
gar nicht eingefroren waren. Willst du damit sagen, die Zeit stand für sie still, so wie für Mama? Leider gingen all diese Exemplare beim gestrandeten Tod verloren. Deshalb können wir die Originale nicht mehr untersuchen. Aber einige Datenfragmente haben überlebt. Über das chirale Netzwerk können wir vielleicht etwas Konkreteres erschaffen mit Evo-Devo-Technologie. Okay, vielleicht so. Ein Dinosaurier von vor 65,5 Millionen Jahren. Die Nabelschnur nicht verwest. Ah, nur Säugetiere haben Nabelschnüre. Nein, ausschließlich Säugetiere haben Nabelschnüre für die Schwangerschaft. Das ist etwas anderes. Nennen wir es einen Strang von der anderen Seite. Ich halte die Säugetiernabelschnüre für eine Art Mimese des Strangs, die sich dann mit der Zeit entwickelte. Wir sollten nicht annehmen, dass alles an einem gestrandeten Tod dem Leben schadet. Trilobiten, Ammoniten, Dinosaurier, das Mammut, der Eismann. Alle erhalten, als stünde die Zeit für sie still. Alle, ohne Ausnahme, mit Streng gefunden. Also könnten alle mit dem Strand verbunden gewesen sein. Und das führt mich im Kontext der Extinktionsentitäts- oder EI-Theorie zu der Annahme, dass Organismen mit Streng Extinktionsentitäten sind. Siehst du, Sam, EE sind mit dem Strand verbunden über ihre Stränge. Und durch diese Verbindung verursachen sie irgendwie einen gestrandeten Tod. Du willst sagen, dass Bridget eine Extinktionsentität war? Für gesicherte Aussagen ist es viel zu früh. Und da du ihren Körper verbrannt hast, erfahren wir es wohl nie. Hickson hatte Amelie eine EE. Und im Gegensatz zu uns habe sie keinen Doms. Sam, überleg mal. Angenommen, Präsidentin Strand war eine EE. Könnte dann nicht auch ihre Tochter eine sein? Jetzt, da die Präsidentin fort ist, könnte Hex zumindest darauf hoffen. Also entführt er sie wegen ihrer EE-Kräfte, um ein Massenaussterben herbeizuführen? Vielleicht. Vielleicht nicht. Ich bezweifle, dass eine einzige EE einen gestrandeten Tod auslösen kann. Falls Amelie eine EE ist. Naja, also Hex scheint das zu glauben. In der Tat. Und wir müssen sie schnellstmöglich zurückholen. Noch eine Minute. Bitte halten Sie sich an etwas fest. Ah, das hier ist echt. Sam, geh nach Westen. Wie soll ich mit Dai Hartman umgehen? Mit der gewohnten Zurückhaltung. Er sollte lieber nicht von unserem Verdacht erfahren. Was hier auch noch vor sich gehen mag, wir brauchen das chirale Netzwerk. Okay. Laborsicherheitsmaßnahmen aktiviert. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Es ist Zeit, Sam. Wenn du bereit bist, begib dich zum Ufer des Teergürtels und beginne mit der Arbeit am chiralen Relais. Bring es mit dem Cupid online, sobald es fertig ist. Das benötigte Material steht für dich bereit. Die Vorräte sind begrenzt, also behandle sie vorsichtig. Du wirst auch viel tragen. Alles in allem könnte das einer deiner bis dato schwierigsten Aufträge werden. Hartman weiß mehr über den Ort als ich, deshalb übernimmt er jetzt. Es ist ohnehin Zeit zum Aufwachen für ihn. Defibrillation. Abstand halten. Genau. Was diesen Wegposten angeht. Eigentlich wollten wir dort den Wegposten errichten, den wir an den Teergürtel verloren haben. Paradoxerweise haben wir es nicht getan, weil uns der Ort zu unsicher und das Risiko nicht wert zu sein schien. Das
ist jetzt unsere beste Hoffnung. Hoffen wir also, dass unsere Entscheidung damals falsch war. Glücklicherweise ist das gelegte Fundament immer noch intakt. Du musst nur das benötigte Material hinbringen und die Sache zu Ende bringen. Ich fürchte, dass wir nur so das Netzwerk weiter nach Westen erweitern und Amelie retten können. Wir zählen auf dich, Sam. Mhm. Oh Gott. Wisst ihr was? Das machen wir nicht jetzt. Was haben wir hier? Arzt. Wir haben ja noch andere Aufträge und anderes zu erledigen in dieser Welt. So. City und den Arzt beliefern. Ich bin gerade neugierig, ob wir hier eigentlich zum Arzt kommen, aber ich denke schon, ne? Wenn wir, glaube ich, hier lang gehen, dann sollten wir zum Arzt kommen. Würde ich zumindest behaupten. Ins Labor nehmen wir jetzt nicht mit. Tatsächlich muss ich wirklich mal ins alte Gebiet zurück. Jetzt habe ich, glaube ich, bald ein Problem.
Nein! Wieso ist er denn jetzt so da runtergehüpft, ey? Na komm her, Großer. Alles gut, alles gut. So, sehr schön. Du geht's wieder gut. Dann kommen wir weiter. So liegen hier eigentlich überall Chemikalien rum. Wir ruhen uns jetzt gleich erstmal aus. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffenhändler. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Fracht geprüft. Vielen Dank. Alter Schwede. Anzug wird dekontaminiert. Ruhe empfohlen. Schuhwerk in schlechtem Zustand. Austausch empfohlen. Wir haben gar keinen Spray mehr. Egal, macht nichts. Liefern. Hey, Sam. Willkommen zurück. Ja, hi. Harte Reise wie immer, schätze ich. Ja, immer derselbe Wahnsinn. Mit euch. Wow, ein echter Muskelprotz. Das übertrifft das, was ein einziger Bote tragen kann, bei weitem. Ja, ich bin halt ein Tier. Er kam mit gar nichts zusammen. Du bist eine Inspiration für uns alle. Dass ja überhaupt nichts passiert gerade. Neuer Auftrag verfügbar. Gar nichts ist da gerade passiert, das ist ja unglaublich. Kein Problem, habe ich doch gern gemacht, Mensch. Privater Spind. Alte Bücher, achso, das ist noch für den Onkel Doktor. Ich glaube, ich verschrotte das einmal und besorge mir das neu. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Einmal weg, einmal neu.
Aktivator spinnt. Sind gar keine. Das ist auch eine modifizierte Blutgranate, die nehmen wir mal mit. ECK, Temperaturspray. Und das nehmen wir auch mal auf den Rücken und die zwei Sachen nehmen wir jetzt auch wieder mit. Wobei wir das hier in unsere Vorratstasche packen. So. Dann recyceln wir nochmal das und das. Ah ja, kein Problem, habe ich gern getan. So, dann ziehen wir die hier einmal an. So. Jetzt sollten wir auch das Skelett wechseln. Ja, sollten wir machen. Geländeskelett. Erstellen. Ausrüsten. So, ein neues haben wir jetzt drauf. Sehr schön. Können wir das alte nämlich auch recyceln? So. So. Dann gehen wir uns ausruhen. Oh, das war auch eine Reise jetzt für Sam. Alter Schwede. Das war eine Reise. Guten Morgen, Sam. Blutabnahme abgeschlossen. Danke für deine Großzügigkeit. Das hat er bestimmt gern getan. Lieferbots haben alle abgeschlossen. Ja, sehr gut.